Beim 22. Internationalen Holzbauforum, kurz IHF, haben sich vom 7. bis 9. Dezember rund 1600 Besucher über aktuelle Entwicklungen im Holzbau informiert. Dazu gehörten zahlreiche Vorträge, unter anderem zum Thema demografischer Wandel, sozialer Wohnbau sowie Geschoss- und Siedlungsbau. Die Mehrzahl der Teilnehmer kam aus Deutschland, Schweiz, Österreich und Italien. Für ihre besonderen Leistungen im Bereich Holzbau wurden Heinrich Cordes und Professor Dr. Klaus Wagner geehrt. Cordes wurde durch seine Ingenieurholzbauten wie der Achterbahn im Heidepark bekannt. Wagner ist Gründer des Studiengangs Holzbau und Ausbau an der Hochschule Rosenheim. Einen ausführlichen Artikel zum IHF finden Sie in der nächsten Januarausgabe von Bauen mit Holz.